So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Strategic Command. Ja, das letzte Mal hatten wir mit Flensburg die erste deutsche Stadt mit den Westalliierten erobert. Jetzt ist die Frage, wie wir weiter vorgehen. Okay. Fragezeichen. Achso, jetzt nicht mehr. Ich habe gesehen, dass die Truppen dort irgendwie schlechte Versorgung haben. WTF. Von daher wäre die Überlegung, dass wir haben ja da unten noch einen, dass wir den hoffentlich da durchkriegen. Jawohl. Und dann gucken wir mal, wie dann die Versorgung aussieht. Und dann haben sie wenigstens wieder Versorgung 4. Okay. Gut, wir machen jetzt hier mal weiter. So, zack. Damit ist Dänemark erobert. Hier könnten wir eigentlich mal angreifen. So. Okay. Dann waren da unten diese blöden Schiffe. Zieht sich jetzt da rein zurück, WTF. Ist da noch eins gewesen? So, du fährst mal nach Norden und greifst den mal an. So, hier haben wir noch zwei, die Desertfeldartillerie. Die stehen sich halt alle im Weg, was halt belastend ist. So, du machst mal da Platz, dann gehst du dahin. Und dann bringen wir die Desert Feldartillerie mal dahin, wo sie ein bisschen was reißen kann. Und du gehst mal dahin. Okay, und dann würde ich sagen, bringen wir noch einen taktischen Bomber. Und ein amerikanisches Jagdflugzeug nach dahin. So, und ja, dann könnten wir natürlich jetzt nochmal gucken, was wir hier reißen können. So, der hat ihm immerhin einen verplättet. Okay, und ja, ihr fahrt da mal wieder runter, würde ich sagen. Beziehungsweise nach Norden. Kannst du den mal angreifen? So, dann machen wir hier mal weiter. Zack. Wieder dumm. Hier haben wir noch einen, der mal den angreifen kann. So, die Fallschirmjäger gehen auch schon mal an Land und dann hatten wir hier ja noch irgendwie was. Der könnte sich vielleicht hier mal seine Upgrades holen. Ja, das wollte ich nicht. Mann, so ein Scheiß. Okay. Gut.
Problem ist natürlich, dass wir da momentan nicht so richtig Platz haben, um da weiter vorzurücken. Das ist natürlich wirklich blöd. So. Du kannst dir mal eine verpletten. Dann gucken wir hier mal weiter. Den laden wir mal wieder auf. Den laden wir auch auf. Den laden wir bis 8 auf. Toll, zieht er sich zurück, der Arsch. Unfassbar. Gut, dann ist das leider so. Das heißt, aber die kommen da nicht hin. Die haben nicht genügend Reichweite. Doch, na, oder? Ey, der kommt da nicht hin. Der auch nicht. Dann, ja, ist das leider Fakt. So, du gehst mal da runter und störst da noch ein bisschen rum. Und dann, ja, müssen wir mal gucken, was wir nächste Runde so geschafft kriegen. Ich tue die mal kurz hier durchtauschen, weil da kann der nächste Runde auch schon mal angreifen. So, hier haben wir noch eine Armee. Die geht mal dahin. Und ja, ansonsten war es das soweit, würde ich sagen. Nächster Zug. Moment, Quatsch. Wir haben ja noch MPP. Wir kaufen jetzt mal noch eine Artillerie, würde ich sagen. Mit denen. So, ja, die kaufen vielleicht noch zwei Zerstörer für die U-Boot-Jagd. Könnten natürlich auch noch Marinebomber, weiß nicht, ob das was bringt. So, und die Sowjets kaufen sich jetzt mal einen Befehlshaber. Ja, komm, komm. Ein Korps nehmen wir auch noch dazu. Und ansonsten können wir natürlich reichlich Geld sparen für irgendwelche, ja, sozusagen Angelegenheiten. Und gucken mal, was dann jetzt so passiert. So, ja, der hat Nachschubmangel. So, Alliierte befreien Dänemark. Partisanen sind wieder am Start. So, da sind auch wieder Partisanen am Start. Hier haben wir noch einen Zerstörer. Panzerabwehrwaffen. Produktionstechnologie Stufe 5. Das gefällt mir. 400, 700, 500. Gut, ja, also im Endeffekt muss man mal gucken, was das jetzt so gibt. So, der macht den kaputt. Dem 7 abgenommen. Der ist ja wohl ein bisschen wahnwitzig. Den machen sie jetzt kaputt wohl. Oder auch nicht. Der flieht. Der auch. Okay. Gut, und da haben sie jetzt einen hingestellt. Das soll mir jetzt aber auch egal sein.
Wir müssen jetzt halt nur sehen, dass wir da mal durchkommen. Okay, jetzt ist im Osten endlich mal der Schnee angekommen. Das heißt, da ist jetzt Schluss mit dem Rumbomben. Den haben sie kaputt gemacht. Oh, der hat zwei verloren. Ja, das war jetzt natürlich dann auermäßig. Okay. Den haben sie jetzt wieder geschrottet. Okay. Der hat sogar einen verloren. Ja, also das dauert sehr langsam. So, okay, Türkei ist jetzt verloren. Der kriegt einen drauf nochmal. Jetzt haben wir Dezember 5, also Weihnachten 45. Da ja, können die Deutschen jetzt den Sieg über die Türkei feiern. Das wird dann nochmal vor allen Dingen für die Briten ein richtig heftiger Schlag werden. Okay, da kommt noch ein Schiff. Oh je. Nachschubmangel, Türkei 463, das geht an Italien. Die können natürlich auch mehr damit anfangen, muss man sagen. Okay, da sind jetzt auch Partisanen am Start. Da taucht jetzt einer auf. Ich könnte natürlich rein theoretisch... Zerstörerchor. Rein theoretisch da mal dagegen investieren, aber andererseits finde ich das auch ganz lustig, wenn da mal die ganzen Nationen da alle am Start sind. So, wo stellen wir den? Stellen wir mal dahin und den Panzer stellen wir mal da unten hin. So, jetzt haben wir hier noch eine weitere Einheit. Die müssten halt alle mal losgeschickt werden. So. Gut, machen wir erstmal hier weiter.
Du gehst mal irgendwo, kannst jetzt wieder rausfahren und du fährst dann dafür da rein, würde ich sagen. Dann verlässt du auch hier mal. Hier haben wir ein Schiff. Da war doch irgendwo noch ein anderes. Hier ist noch ein sehr gutes Schiff. Das müsste vielleicht mal eine, bräuchte vielleicht mal eine Pause. So, okay. Du gehst mal da rein. Achso, der hatte noch nicht. So, okay. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, also, okay, hier kann ich noch nichts ab, noch nichts machen. Geht nicht. Wieso ist denn da so schlechte Versorgung? Es müsste eigentlich nächste Runde besser werden, jetzt wo wir einen Hafen haben, oder? Ja. Die stehen sich jetzt halt alle gegenseitig auf den Füßen rum, was das Problem ist. Den kann ich auch nicht aufladen, WTF. Leider schlechtes Wetter. Das heißt, da werden wir mit dem Flugzeugträger auch nichts reißen können. So, du verstärkst dich mal bis auf 8. Und ja. Auch bei den Amerikanern wollte ich noch einen weiteren U-Boot-Jagd rein, genau. Okay, dann könnten die einen oder anderen jetzt noch in den Süden fahren. Von den Schlachtschiffen, jetzt wo die da eine Gegenoffensive offensichtlich starten wollen. Gut, also da geht schon mal nichts. Dann gucken wir hier mal weiter. Da. Du gehst da einfach mal weiter nach vorne. Gut, den können wir jetzt voll aufladen sogar. Aber hier geht überall nichts. Okay. Dann ist das halt so. Da geht leider auch nichts. So, den können wir aber voll aufladen. Gehst mal dahin und du gehst mal dahin. Obwohl, das war jetzt auch nicht so klug. Und hier können wir ein bisschen dingsbumsen. Okay, so, ja, hier kann ich ja nichts mehr machen. Hier hat sich das ausgekämpft. Dann, können wir im Endeffekt noch gucken, was wir vielleicht kaufen können oder nachkaufen können.
Ich würde sagen, die kaufen mal Core Armee. Das geht nicht mehr. So, die Briten kaufen Panzer. Ein Panzer. Und die Amerikaner, ja gut, was machen wir mit denen? Gleit 18 Akt 2. Moment, wir könnten hier noch mal gucken. Da oder so war doch einer. So, du gehst jetzt da oben hin, holst dir deine Upgrades, was ich schon mal machen wollte. Diagramme, nationale Moral 15%, 49, 77, ja. Alles nicht so toll. Zug wirklich beenden? Ja, möchte ich. So, da ist wieder ein Partisan am Start. Ah, U-Boot-Jagdstufe 5, das ist gut. Weiterentwickeltes Flugzeug Stufe 4 ist auch gut. 400, 700, 500. Okay. Ja. Ah, das war jetzt dumm. Ich wollte mit den. Ah, Hinterhalt. Ja, das ist natürlich unangenehm. Macht hier mit einem Schuss kaputt. Unfassbar. Werden Einheiten abgezogen. Man könnte natürlich wirklich mal versuchen, Kubitschew mit aller Macht zu erobern. Aber ich weiß nicht so richtig, was das jetzt soll. Das kann natürlich sein, dass die jetzt einfach ja, nach Norddeutschland verlegt werden. Oder für den Partisanen. Weiß jetzt natürlich nicht, ob da irgendwas noch in der Nähe ist. So, auf jeden Fall nicht so schön, dass die jetzt wieder gutes Wetter haben. Jetzt zieht sich weiter zurück, was auch lustig ist. So. Da kommt einer mit Überstärkepunkt. Das ist unangenehm. So, den machen sie jetzt kaputt. Der hat einen verloren.
So, und er stellt sich in die Nähe von dem Panzer hin. Was mir tendenziell auch schon mal zusagt. Okay, gut. Aber der Partisan hat jetzt zumindest mal ein bisschen gestört, was ja auch nicht verkehrt ist. Auch wenn er jetzt bald wieder kaputt ist. Ich finde es aber auf jeden Fall schon mal eine kluge Idee von der KI, dass die hier, wie heißt es, die Italiener hier sozusagen hat gewinnen lassen, das einnehmen lassen. Das finde ich schon mal ganz schön schnieke, weil die ja sowieso mal ein MPP-Problem haben. So, der hat weiter Nachschubmangel. Dann sind hier die Spanien 8%. Wie viel sind die jetzt eigentlich? Kann natürlich sein, dass sie jetzt bald am Start sind. Rodos. U-Boot. Chor. Garnison. Befehlshaber, Zerstörer. Da ist eine Garnison. Da ist eine. Oh, Spanien bereitet sich auf den Krieg vor. Ja, so, den stellen wir mal dahin. Dann haben wir zwei neue Einheiten gekriegt. Ist nur leider die Frage, wo ich die hinstelle. ETF. Können wir hier vielleicht noch aufstellen. Und da zwei neue Einheiten, aber ja, solange. %99, ja. Die sind leider im Kackwetter. So, du ziehst dich mal dahin. Der muss dringend in ein Dinges rein. So, der kann sich aufladen, der kann sich aufladen. Achso, den hatte ich erst dahin gefahren. Dann geht das natürlich nicht. So, dann hatten wir oben den. Achso, das geht nur bis 8, aber der kann seine Upgrades kriegen. Ist leider keiner. So, aber jetzt hat er sich dahin zurückgezogen, wo scheiß Wetter ist. Das ist doch wohl jetzt echt ein Scherz, oder? Wo ist er jetzt hin? Da. Ah.
mehr. Ja, gut, da kann ich leider nichts machen, weil ohne Bomberunterstützung geht da gerade nichts. So, aber du kannst mal auf den drauf gehen. Reißt aber leider nichts gegen den. Ach, der ist auf Jäger gestellt. Wie dämlich ist das denn? Na gut, dann gucken wir hier mal weiter. So, dann tun wir den jetzt nämlich einfach mal hier einkreisen. So, die Flieger können wir alle mal aufladen. Gehst mal dahin. Du lädst dich mal auf. Den kann ich nicht. Ja, das ist ein Bomber. Deswegen geht das nicht. Okay. Geht leider nicht. Gut, aber hier können wir dann noch mal die Jäger aufrüsten. Du gehst mal da rein und du gehst da mal rein. So, ihr tauscht mal durch. Da kann ich nichts mehr machen. Da auch nicht so richtig. Der kann sich Dubrovnik wiederholen. Okay, so, ihr kauft euch mal zwei Einheiten davon. Die können sich meinetwegen noch. Achso, das geht nicht mehr. Ganzen Bomber da kaufen. So. Gut, damit ist das Prestige von denen weg. Die können sich verbilligt eine Stoßarmee kaufen und eine Garnison. Und dann hatte ich beim letzten Mal, ach so, eine mechanisierte wollte ich kaufen. Mal gucken, wie viel kostet das? 300. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir machen jetzt wirklich mal Panzerabwehr 4. Dann lohnt sich das nämlich auch mal eine Panzerabwehr zu kaufen, wenn man da mal ein bisschen rein investiert. So, ihr geht mal zurück. Mal ein Feld näher ran.
Ja, das wird nicht mehr lange dauern. Dann hat sich das mit den Sowjets wahrscheinlich erledigt. Da oben hatten wir noch einen, der mal sich Tichwin nähert. So, ja, und hier ist immer noch das Problem, dass die nicht durchkommen. Wahrscheinlich erst, wenn der Hafen auf 5 ist, dann wird es wahrscheinlich gehen. Geh du mal dahin und du dahin, dass du dich aufladen kannst. Spanien schließt sich den Achsenmächten an. Da ist wieder ein jugoslawischer Partisan. Ein griechischer Partisan taucht auf. Da wird rumgebombt. Panzerabwehrwaffen. Weiterentwickelt das Flugzeug Stufe 5. Auch sehr schön. Luftabwehr. 400, 700, 500. So, ja, die hätte ich wegfahren sollen, weil der ist natürlich da. Na, obwohl, der konnte sich auch ganz gut verteidigen. Okay. Ah, die werden jetzt wahrscheinlich Gibraltar einnehmen. Das wird dann nochmal ein heftiger Schlag in die Magengrube für die Briten sein. Aber dann ist das halt so. Okay, da haben wir ein deutsches U-Boot. Aua. Kriegen ihn nicht kaputt. Aua. Ach, der hat sich inzwischen wieder aufgeladen. Aber die drei Erfahrungsbalken sind jetzt natürlich weg. Was ganz nice ist. So, okay, Baku wurde wieder erobert.
Oh. Hat aber auch zwei verloren. Ich werde den Part jetzt, oder bin am Überlegen, ob ich jetzt noch bis April, bis Mai zu Ende spielen soll. Diesen Part wahrscheinlich schon. Gab ja jetzt recht wenig Kämpfe in Dänemark. Ist natürlich auch dumm, hätte natürlich mal den Briten da mal die Upgrades geben können, der Garnison, dass sie ein bisschen länger durchhalten kann. Aber gut, dann ist das halt so. So, der hat weiter Nachschubmangel und wird wahrscheinlich bald hinüber sein. So, weitere Einheiten sind da. Aber es bleibt halt die spannende Frage, wo ich die hinstellen soll. So, hier haben wir einen Flugzeugträger. Haben wir bei den Amerikanern jede Menge Einheiten. Die will ich jetzt aber nicht, da will ich mir jetzt nicht die Mühe machen. Das überlasse ich der KI, die zu bewegen. Murmansk-Garnison. Warte mal kurz. Neue Einheit, kann ich die da hinstellen? Jawohl. Und den stelle ich mal dahin und führe den dann nächste Runde ran. Ist klar, da zieht er sich zurück, der Arsch. Okay, den kann ich nur bis 7 aufladen, das ist schlecht. 7 ist ein bisschen läppsch, so du fährst mal zurück. Kommst du dafür dahin und du dahin? Okay. So, du kannst dich mal aufladen. Kriegt ihn leider nicht kaputt. Okay, so, du gehst da mal hin.
Ah, da ist jetzt leider einer drin. Da kommt jetzt leider auch schon einer an. Okay, so, dann müssen wir jetzt hier mal weitermachen. Upgrade und Upgrade. So, und der kann auch noch mal drauf bomben. Sehr schön. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. War jetzt natürlich verlustreich, die ganze Angelegenheit, aber gut. So, du lädst dich mal weiter auf. Du kriegst mal deine Upgrades. Du lädst dich weiter auf. Du. So, der steht hier ein bisschen gefährlich, deswegen lande ich den mal. So, dann ja, gucken wir mal weiter. Irgendeiner hatte doch, war der das? Ja, der muss noch den Modus wechseln. Das ist schlechtes Wetter, das geht da nicht. Weiß ich nicht, wo der hin ist. Na, guckst du mal kurz. Da ist er hin. Wieder verschwunden. Da ist er hin. So, der kann noch mal. So, du. Oh, Schaden vermindert. Verhindert. Zack. Sehr schön. Dann gucken wir mal weiter. Gehst du, würde ich sagen, mal in den Hafen rein. Und ja. Wir könnten die Flugzeuge, was kann man da? Ach, den schweren Bomber. Könnten wir noch upgraden. Ah.
Das ist jetzt im Endeffekt nicht so wichtig. So, hier haben wir noch ein Flugzeug, was wir upgraden können. Da ist auch noch ein Flugzeug. Zack. Hier haben wir eins. Da ist eins. Okay, so. Also das hat ja schon mal einigermaßen funktioniert. Ich würde aber mal sagen, wir ziehen uns tendenziell jetzt etwas zurück mit den großen Schiffen, weil die einfach keine Chance haben. Und dann gucken wir hier mal weiter. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der jetzt hin ist. Du kannst da jetzt mal gegen ankämpfen und ach, hier haben wir noch einen Zerstörer. Und hier ist auch noch einer. Ahnung, wo er jetzt hin ist. Kann der den vielleicht tilgen? Okay, anscheinend nicht. Aber ja, wir können ja vielleicht jetzt einfach mal so ein paar Einheiten als Stolperfallen da lassen. Und die gehen mal wieder hier hin. Und ihr zieht euch mal kurz zurück. So. Okay, den einen hatte ich erst da aufgestellt. Den einen Zerstörer. So. 5060. Achso, hier hatte ich schon agiert, soweit ich weiß. Mal was zurück. Gut, und dann können wir noch mal gucken, beziehungsweise die Forschung uns anschauen. Panzer, da machen die Amerikaner noch mal Panzerabwehrwaffen und Spionage und Aufklärung. So, die Sowjets können noch das ein oder andere verbilligt nachkaufen. Ich jetzt, nee, da wollte ich jetzt noch eine, zack, okay. Leider sehr, sehr schlechte Versorgung da. Was alles in allem nicht so schön ist. Gut, aber es läuft ja einigermaßen. Ja, wir könnten vielleicht noch gucken, ob wir da mit der Garnison irgendwas reißen können. Aber nee, 3-0. Das ist keine gute Idee. 76, 12, also. Da werden wir nicht mehr viel reißen können, denke ich mal. Machen wir noch den einen Zug. Könnten um Geldwaffen, wobei Kommunisten möglichst außer vorgelassen.
Sucht, werden die Aktivitäten ja, möchte ich. Die Amerikaner, die wissen sowieso nicht, was sie mit ihrem Geld momentan machen sollen. So, 500, 500 und 500, ja. Interessant, dass mir das jetzt gezeigt wird, obwohl ich ja gar nicht die Spanier hier sozusagen Minen von Gijón, Minen von Sabadell, Granada, Córdoba. Aber vielleicht nur noch mal, um zu zeigen, was das jetzt gebracht hat, die ganze Aktion. So, der zieht sich zurück, der fährt. Okay. Okay, da wird jetzt eine neue Einheit hingestellt. Da auch. Okay. Also da sind sie jetzt dann doch etwas, wie soll man sagen, etwas härter drauf. Jo. 19. April. Also wahrscheinlich werde ich dann jetzt dann nach diesem alliierten Zug wechseln. Erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Sie nicht gebacken, den zu zerstören, was ich recht lustig finde. Ja. Okay, die gehen da irgendwo im Niemandsland sind die unterwegs. Die werden ja wahrscheinlich die ganze Zeit dann nochmal hier kaputt gehen an Versorgungsnot. Thank you.
Puh. So, kaufen und plane. Alles schön und gut. Achso, den wollte ich ja da hinten hinschicken. Genau, da war ja was. So, da ist wieder ein sowjetischer Partisan am Start. Und jetzt müsste es eigentlich. Nee, es ist noch April. Okay. Also ein Zug ist es dann doch noch. So, da haben wir ein Korps. Da ist eine Garnison. Jagdflugzeug, Korps. So, du gehst mal dahin und du gehst mal dahin. die sind leider voll. Dann machen wir das mal so. Zack. Ja, da geht aber gerade nix. So, okay, 4-1-3-0 hört sich alles nicht gut an, aber das hört sich gut an. So. So, du lädst dich mal auf. Du fährst da mal hin und ja, gut, ihr bleibt da mal stehen. Der kann da nicht viel machen, der auch nicht. Dann hat sich das erledigt. Gut, aber wir können hier mal gucken. Nee, das heißt, das ist Regen. Regen ist sich aufregen. So, hier haben wir einen, der greift mal den an, würde ich sagen. Okay. Ist klar, jetzt überlebt er das, das dumme Arschloch. Wo ist denn der jetzt hin? Endlich. Hier haben wir noch einen. Das geht leider nicht so richtig. Mal kurz. Funktioniert leider nicht. So, du lädst dich mal voll auf. Du kannst noch deine Upgrades kriegen. Und du. Moment mal. Wo ist denn der Einser hin? Hä? Ach, den hatte ich wohl schon aufgeladen inzwischen.
Gucken wir mal. Also, hier haben wir ein paar Einheiten, aber die sind alle noch einigermaßen intakt. So, Jagdmodus. Der eigentlich ist auf automatisch, aber der ist wohl nicht so gut. Die Amerikaner haben da sowieso so viel MPP, aber da kommt keiner hin. Okay. Ach ja, okay. So, du kannst dich mal voll aufladen. Mein Gott, der kriegt das nicht gebacken, ey. Unfassbar. So, okay, das haben wir dann wenigstens so geschafft. Da kommt keiner hin. Wahrscheinlich hat der eine Kontrollzone drin. So. Da müssten die doch jetzt eigentlich nächste Runde bessere Versorgung haben. 5, 5, 5, 4, 5, 6, 6. Es geht besser, aber ja, immerhin einigermaßen. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Moment, hier hatten wir schon, aber das können wir noch machen. Und dann tauschen wir die mal durch. Der kann da aber nichts reißen. So, 3-0, 2-0. Das ist alles belastend. 1-0 ist auch nicht gut. Okay. Wir können aber noch gucken, ob wir das deutsche U-Boot finden. Aber leider nicht. Gut, dann können wir uns noch mal angucken, was die Diagramme sagen. 48, 76, 11%, also es geht immer weiter runter mit den Sowjets. Das sieht nicht gut aus, kann man eindeutig festhalten. Und ja. Können nochmal gucken. Eine Armee können wir hier zum Beispiel nochmal wieder kaufen. Und vielleicht Spezialeinheiten, wenn es noch irgendwie geht, geht nicht mehr. Die könnten. Da hat
habe doch, glaube ich, genau zwei schon gekauft. So, die Amerikaner, was machen die? Kaufen sich vielleicht noch ein Schlachtschiff. Schweren Kreuzer. Und ein Zerstörer. Gut, ja, und dann sieht das eigentlich ganz schön gut aus. So, also die Sowjets könnten noch eine Runde weiterentwickeltes Flugzeug machen. Langstreckenflugzeug, aber dafür ist es jetzt zu spät. Komm, machen wir mal. Okay, und dann sieht das ja alles in allem ganz schön gut aus. Zug wirklich beenden, jawohl. Panzerabwehrstufe 2 oder was? U-Boot-Jagdstufe 3. Das ist auch sehr schön. Ach, den hatte ich ganz vergessen. Gut, der greift da an. Das sei ihm mal vergönnt. Aua. Der kann da einen rein verlegen, das ist natürlich ärgerlich. Gut, ja, ich muss mich jetzt da nicht mehr mit dieser Sache rumärgern, was mir eigentlich ganz recht ist. Okay, einen Panzer haben sie da jetzt auch hingebracht. Der hat einen draufgekriegt nochmal. Das ist jetzt richtig, richtig übel für die KI. So, die Sowjets können jetzt auch mal ein bisschen Schaden machen, was auch nicht schlecht ist. Machen sie jetzt einfach mal die ganzen Bombardements kaputt. Unfassbar. Wie viele Bomber die da haben. Unfassbar. Gut, die werde ich dann alle an die Ostfront, an die Westfront verlegen müssen. Ja, also das, was ich jetzt mir jetzt so geplant habe, im ersten Zug mit den Achsenmächten, dass ich ja gucke, wen ich alles verlegen kann. Ein paar Einheiten brauche ich halt. Ja. Also ein paar Einheiten werde ich hier hin stellen. Ein paar Einheiten ja, werde ich für Partisanen abstellen und ein paar Einheiten, ja. Okay, das hatte ich ganz vergessen, den aufzuladen. War jetzt natürlich auch dumm. So.
Ja, die haben langsam ein Problem wahrscheinlich mit der Versorgung. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. So, Dubrovnik müssen wir jetzt noch zurückerobern, falls sie das überhaupt wollen. Okay, da taucht jetzt auch ein Panzer auf. Der hat da mit dem da immer einen kleinen Privatkrieg. Das tyrrhenische Meer, nicht das Ty also, solange es nicht das tyrannische Meer ist, geht's ja noch. Gut, okay. Ja, ich meine, selbst wenn die Sowjets jetzt Kubitschew zurückerobern sollten, ja, so what, ne? Also kann ich nur dazu sagen, das ist eigentlich alles egal. Ja, muss dann wahrscheinlich wieder Dutzende von Einheiten aus Städten wegholen, wo sie einfach überhaupt nicht gebraucht werden. Und das ist halt auch alles total, total durcheinander. Hier haben wir einen Rumänen, hier haben wir einen Bulgaren. Also, wo sind die Hauptquartiere? Hat man überhaupt nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich stehen die irgendwo in der Wüste noch rum oder was. Also, alles sehr, sehr strange. Aha, Nachschubmangel. Der auch. Schwächt die britische Moral. Da ist wieder ein Partisan unterwegs. Wieder Partisan Belgrad sozusagen. So, Schlachtschiff, Chor, mechanisierte Garnison. Kavalleriedivision, Kavalleriedivision, Garnison, Armee, Garnison, Armee. So, haben wir noch zwei Zerstörer im Angebot und eine Armee. Die können wir meinetwegen hier noch hinstellen. Gut, ja, so sieht es aus. Wenn wir wechseln, nationale Moral 10%, 44, 75. Alles nicht so toll. Ja, hier wird es natürlich auch schwierig. Hier haben wir eine Armee. Gut, die Einheiten, die da jetzt stehen, sind jetzt nicht unbedingt die erfahrensten, muss man sagen. Können vielleicht nochmal in die Verluste. Quatsch, das wollte ich jetzt nicht. 319 bei den Sowjets, 77 und 78, also das hält sich in etwa die Waage, 47 Frankreich, 28 USA, 13 Polen, 11 Italien. Ja, also ich bin mal gespannt, was die KI jetzt im Endeffekt daraus macht. Ich denke mal, ich werde jetzt nochmal ein paar Einheiten, na, das geht nicht, den können wir. Nee, Moment. Mal doch. Das geht ja. Müssen wir nur sehen, dass wir den wegbringen. Direkt in den Hafen reinstellen, weil sonst machen die da wahrscheinlich nur wieder Blödsinn. So. Den jetzt nicht, aber den könnten wir noch.
Das geht auch nicht. Den könnten wir noch. So geht das auch. Okay, der ist jetzt. Dann fährst du mal kurz einen weg. Gut. Ja. Damit sind jetzt alle amphibischen Landungsboote auf ja, im Wasser sozusagen. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, was die Alliierten dann jetzt anstellen und wie lange die Sowjets noch durchhalten. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Ist leider etwas länger geworden, aber okay. Bis dann, ciao, ciao.